Nicht fehlen zur Einstimmung auf die Adventszeit und die anschließenden Festtage darf in der Innenstadt der alljährliche Weihnachtsmarkt, der seit einigen Tagen wieder geöffnet hat. Rund 70 Buden und Karussells erwarten die Besucher in den Straßen der Fußgängerzone zwischen Selterstor und Kirchenplatz. Die Standbetreiber haben für die Besucher ein reichhaltiges Angebot vorbereitet. So kann man an den Buden gemütlich stöbern und Geschenkideen sammeln, wenn man die dargebotenen Waren wie Weihnachts- und Christbaumschmuck, Kerzen, Kunsthandwerk aus Keramik, Holz oder Metall in Augenschein nimmt. Freilich braucht auch in diesem Jahr niemand zu fürchten, auf dem Gießener Weihnachtsmarkt zu verhungern oder zu verdursten. Etliche Stände bieten wärmenden Glühwein an, offerieren einen kleinen Imbiss oder bieten verschiedene Süßwaren an. Gemeinnützige Verkaufsstände befinden sich auch in diesem Jahr auf dem Kirchenplatz. Die Stände werden von Schulen, karitativen Vereinen und Kirchengemeinden gestaltet. Auf der dortigen Bühne findet auch regelmäßig ein kleines Programm statt. Ebenfalls auf dem Kirchenplatz ist wieder die Eisbahn aufgebaut, die Jung und Alt dazu einlädt, sich als Schlittschuhläufer zu versuchen. Der Gießener Weihnachtsmarkt hat bis einschließlich 22. Dezember geöffnet. Die Eisbahn bleibt den Gießenern noch bis zum 12. Januar erhalten.